Hallo, einen wunderschönen guten Tag und einen wunderschönen vierten Advent. In 4 Tagen haben wir schon Weihnachten und Lutz und ich sind schon beide aufgeregt, ja, und freuen uns auf das Fest. Ihr wahrscheinlich auch. Ich hoffe, ihr habt es euch jetzt so richtig schön gemütlich gemacht mit Tee, vielleicht Glühwein und ganz vielen Keksen und seid bereit für unser Adventssingen hier am vierten Advent. Und bevor wir da in dieses weihnachtliche Programm starten, möchten wir erst einmal beginnen, passend zum Kaffee und Kuchen und Keksen, mit einem Sahnestück des deutschen Schlagers. Lasst uns loslegen. Herr Angermann muss ich noch kurz vorstellen, an meiner Seite, der wird uns jetzt begleiten. Und an meiner Seite, das muss ich jetzt auch kurz vorstellen, ist die Gika. Gika Bäumer, hey! So, und wir legen jetzt los mit dem Sahnestück von Udo Jürgens. Sie treffen sich täglich um 3:15 Uhr. Stammtisch im Eck in der Konditorei. Aha. Oh yeah! Und blasen zum Sturm auf das Kuchenbuffet, auf Schwarzwälder Kirsch und auf Sahne Baiser, auf Früchte, Eis, Ananas, Kirsch und Banane, aber bitte mit Sahne. Aber bitte mit Sahne! Schwatzen und schmatzen, dann holen sie sich. Aha. Oh yeah! Noch Buttercreme-Torte und Bienenstich. Aha. Oh yeah! Sie pusten und pusten, fast geht nichts mehr rein. Nur ein Mohrenkopf höchstens, denn Ordnung muss sein. Wenn dir meine Tiere, Marie und Liliane, aber bitte mit Sahne. Bitte mit Sahne. Das Ende vom Lied hat wohl jeder geahnt. Aha. Oh yeah! Der Tod hat 3 um sie dort abgesagt. Aha. Oh yeah! Die Hinterbliebenen fanden vor Schmerz keine Worte. Mit Sacher und Linse und Marzipantorte hielt als letzte Liliane treu noch zu Fahne, aber bitte mit Sahne. Aber bitte mit Sahne. Doch auch mit Liliane war schließlich vorbei. Aha. Oh yeah! Sie kippte vom Stuhl in der Konditorei. Oh yeah! Auf dem Sarg gab's statt Kränze verzuckerte Torten und der Fahrer begrub sie mit rührenden Worten, dass der Herrgott den Weg in den Himmel ihr bahne. Aber bitte mit Sahne. Aber bitte mit Sahne. Mit Sahne und zusammen. Aber bitte mit Sahne. So, vielleicht habt ihr auch gerade schön Sahne zu Hause, ja? Die passen auch, also Sahne passt eigentlich zu fast allem. Auch zu Keksen und da gehen wir direkt weiter im Kulinarischen mit dem Lied von Rolf Zukowski in der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Wo ist das Rezept geblieben von den Plätzchen, die wir lieben? Verschleppt. Na, dann müssen wir es packen, einfach frei nach Schnauze backen. Schmeiß den Ofen an und ran. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei.
zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei in der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei brauchen wir nicht Schokolade, Zucker, Honig und Zuckade und ein bisschen Zimt, das stimmt. Butter, Mehl und Milch verrühren, zwischendurch einmal probieren und dann kommt das all vorbei. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Bitte mal zur Seite treten, denn wir brauchen Platz zum Kneten. Sind die Finger rein, du Schwein? Sind die Plätzchen, die wir stechen, erstmal auf den Ofenblechen, warten wir gespannt. Verbrannt! In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei. Ja. Liebe Weihnachtsbäckerei. So, wir machen jetzt einen kleinen Ausflug in die Karibik. Und zu diesem Behufe holte sich die Gika nämlich jetzt ein Instrument, das ist die Ukulele, auch Lele genannt. Und wir machen ein typisch karibisches Weihnachtslied, das heißt Klingglöckchen, Klingelingeling. Ja. Fang an. Upsala. Das war ein typisch karibisches Weihnachtslied. In der Dominikanischen Republik zum Beispiel ist das, glaube ich, die Nationalhymne. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Kleinod der Weihnachtskultur, nämlich zu dem Song. Und dazu muss ich eine kleine Utensil rausholen. Und zwar ist das so, früher, als ich noch Kind war, das ist schon ein paar Jahre her, sieht man leider, und da gab es die Bescherung. Und zwar wurde das Wohnzimmer, wurde da der Vorhang vorgezogen und irgendwann kam dann dieses Geräusch und ihr wisst alle, was das bedeutet hat, nämlich da gab es die Bescherung. Genau. Und für diesen Song so. Genau. Gibt es jetzt Jingle Bells. Seid ihr bereit? Wir machen das in einer etwas anderen Version. Genau, es wird nämlich geboten, Rock'n'Roll, hey! Seid ihr bereit? Passt auf. Ihr könnt auch gerne jetzt aufstehen. Ihr könnt dazu auch richtig mitswingen und tanzen. Okay, es geht los.
Da waren wir jetzt schon bei den wirklich beliebtesten. Oh, ich glaube, in aller Eile ist hier mehr um Fussel. Jetzt kann ich wieder reden. Passt auf. Wir sind jetzt schon bei den englischen Weihnachtsliedern. Und wir machen jetzt mit einem schönen Stück weiter. Ihr kennt es 100 Pro. We wish you a Merry Christmas. Aber auch mit deutschen Texten. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your King. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Wir wünschen euch frohe Weihnacht, wir wünschen euch frohe Weihnacht, wir wünschen euch frohe Weihnacht und ein glücklich Neujahr. Viel Segen für euch und die, die ihr liebt. Wir wünschen frohe Weihnacht und ein glücklich Neujahr und Frieden auf Erden für alle Zeit. Wir wünschen frohe Weihnacht und ein glücklich Neujahr. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Und auch das nächste Lied, das können wir wunderschön schmettern. Wunderschönes Lied. Joy to the World. Und schön dahinstellen und voller Inbrunst singen. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and heaven and nature sing. Freue dich Welt, dein König naht, empfang den Herrn und sing. Ein jedes Herz öffne sich, und Himmel und Erde klingen.
Das ist sehr schön. Bringt, ich finde, das hat auch wirklich was sehr Festliches, dieses Freue dich oder Joy to the World. Jetzt wird es ein bisschen weniger festlich, aber es wird swingig und es wird weiß. Es gibt die weiße Weihnacht, von der wir alle träumen. Ja? Ich weiß nicht, wie das dieses Jahr aussieht. Ich denke mal, es klappt wieder mal nicht. Ah, ja? Hör mal, geht. Aber so man muss ja ein bisschen Vertrauen muss ja, man doch genau. schon haben. Und vielleicht, wenn wir viele Weihnachtslieder mit Schnee besingen, vielleicht kriegen wir das dann auch geschafft. Also das heißt, zu Hause schön kräftig mitsingen, ja? Auf dass es vielleicht weiße Weihnachten wird. Okay, es geht los, nämlich mit White Christmas. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Tief kommst du, Lutz. Oha. Probier das mal nachzumachen, ja? Also.
Passt auf. Sehr gut. Jetzt kommt ein Lied, ein richtiges Schmetterlied. Stellt euch gerade hin, ja, macht auf und genießt diesen Song, dieses Lied. Französisches Weihnachtslied und ihr könnt es unschwer erkennen. Hört der Engel helle Lieder. Hört der Engel helle Lieder, klingen das weite Feldenland und die Berge hallen wieder von des Himmels Lobgesang. An der Schule tätig und bei In Gloria, In Excelsis Deo, kommt dann immer diese Handbewegung von den Kindern. Ich erkläre denen immer eigentlich, was das im Lateinischen heißt, aber sie stellen es nicht ab. So, jetzt. Ja, jetzt verschwindet die Gika mal wieder gerade im Off, weil wir uns gedacht haben, wir machen wieder ein schönes deutsches Weihnachtslied und wieder in so einer coolen Reggae-Version wie eben. Das ist ein sehr schöner Sound mit der Ukulele. Und wir machen Ihr Kinderlein kommet wirklich ganz entspannt. Bring uns Barbados. One, two, three. Ihr Kinderlein kommet, oh kommet doch all. Ihr Krippe herkommet in Bethlehem Stall. Ein Mensch.
jetzt hat der Lutz, na, jetzt kommen wir so, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich komme jetzt so richtig in Weihnachtsstimmung. Ich kann es jetzt kaum erwarten. Das Ding ist ganz einfach. Moment. Genau, aber nicht nur wegen der Geschenk oder so, es ist so. Da kommt die ganze Familie zusammen und wenn wir über Weihnachtslieder nachdenken, es ist meistens so harmonisch und alles Frieden auf Erde, Liebe etc. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, ja? Wie sieht's denn bei euch zu Hause aus? Ich kann mich an wirklich kein einziges Weihnachtsfest erinnern in meinem ganzen Leben, wo es nicht gerade an Weihnachten so richtig geknallt hat. Wow! Ja! Yeah. So. Und aus dem Grunde haben wir jetzt auch ein Lied im Programm, das ihr im Original klingt das ganz anders. Es ist ein anderer Text von Morgenkinder wird's was geben, wird Morgenkinder wird's nichts geben. Und ich finde, es spiegelt so ein bisschen genau das wider, was an Weihnachten oft passiert. Oh, ich fange jetzt gleich an zu weinen. Nein, wir machen das in Dur. Um Gottes Willen. Jetzt gut. Sind wir dabei. Okay, morgen Kinder wird es nicht. Da sind geben. Wir dabei. Okay. Aber wir sind Kölner. So. 3, 4. Morgen Kinder wird es nichts geben. Morgen wird sich keiner freuen. Stress und Hektik auf den Wegen. Frohes Fest bis einer heult. Einmal werden wir noch wach. Dann alle hetzen nach Geschenken, Schweiß getränkt von A nach B. Lauter schlecht gelaunte Menschen, die nur Tinnef kaufen gehen. Alles so wie letztes Jahr, Gruppenzwang am Weihnachtstag. Papa passt nicht ins Kostüm rein. Aus dem Ofen qualmt der Rauch. Mama kippt den 10. Glühwein, weil sie auf dem Zahnfleisch kraucht. Kinder nörgeln Oma auch. Das, was du hast, wollt ich auch. Susi schreit, ich will ein iPhone. Und die Eltern sind geschockt. Sonst Mama fängt laut an zu schreien, fröhlich brennt der Weihnachtsbaum. Macht doch euren Scheiß alleine, nächstes Jahr, da bin ich raus. Herz, mein Herz, schaut, wie es lacht, heiß geliebter Weihnachtskrach. Herz, mein Herz, schaut, wie es lacht, heiß geliebter Weihnachtskrach. Oh. Auf dass es nicht so wird, auf dass es nicht so wird, sondern auf dass wir alle ein schönes Weihnachtsfest haben werden. Wirklich friedlich und harmonisch und stärkend. So. Doch Dur. Genau, so. Jetzt ein Stück von Bonnie M. Das ist ganz lustig, weil jeder denkt, Bonnie M. Aber es ist. Ist das, ja, so der Inbegriff auch von Karibik, ja. Ne? Aber ist deutsch. Und zwar norddeutsch, ja, ja. Das war jemand aus Norddeutschland, der hat die gecastet. Kennt ihr noch alle? Bonnie M. Diese ja, aber das geht vier Verrückten. Ja, 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 genau. Aber das ist, die Geschichte ist klar. Aber jetzt um Mary's Boy Child. Harry Belafonte hat es gesungen, Bonnie M. Ja. Und das Lied ist aber nicht aus Norddeutschland. Nein, so habe ich nicht das jetzt verstanden. Aber Bonnie M. Wollte ich jetzt aber mal klarstellen, ja? So, passt auf. Seid ihr bereit? Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible
was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today. And man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy child, Jesus Christ, was born. While shepherds watch their flocks by night, they see a bright new shining star. They hear a choir sing a song, the music seems to come from afar. Hark now, hear, hark now, hear the angels sing. Of joy and laughter, people shout and let everyone know there is hope for all to find peace. Now Joseph and his wife Mary came to Bethlehem at night. They found no place to bury the child, not a single room was inside. Of joy and laughter, people shouted, let everyone know there is hope for all to find peace. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Hark now, Christmas Day, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Ich mag den Song, ich mag den. Und das ist so ein fröhliches Weihnachtslied, weniger festlich, aber einfach bringt mich in gute Stimmung. Ich hoffe, euch auch. Und wo wir jetzt bei fröhlich sind, würde ich sagen, wir machen da direkt weiter mit Fröhliche Weihnacht überall. Jetzt, ihr werdet dieses Lied wahrscheinlich alle kennen. Es ist ein deutsches Weihnachtslied und sehr bekannt. Wir haben dazu einen etwas anderen Text in der Strophe. Aus dem Grunde möchten wir es einfach nochmal mit euch auf Na 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 singen. Ja? Dann könnt ihr euch schon mal so ein bisschen reinhören. Und danach spielen wir das in der Fassung, wie wir es für euch vorbereitet haben, okay? Na 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 na. Jetzt kommt die Strophe. Na 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 na
Na, 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 na. Ich hoffe, ihr habt es jetzt in Form. Und wir machen das jetzt in ein bisschen zwängerigen Version. Der Lutz haut in die Tasten. Weihnacht überall tönet durch die Lüfte froher Schall. Weihnachtston, Weihnachtsbaum, Weihnachtsduft in jedem Raum. Fröhliche Weihnacht überall tönet durch die Lüfte froher Schall. Licht auf allen Wegen, Kerzen hell und klar. Gemein! Tamara. Ich hätte ohne diesen Schlussakkord hätte Weihnachten nicht anfangen. Ja, ich wollte eigentlich das künstlerische Freiheit. Ich wollte es eigentlich da enden lassen, aber alles gut. Okay. Zu dem nächsten Lied muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das erst im letzten Jahr entdeckt. Und dann hat mich das Lied auch in dem Frühling und Sommer begleitet. Es kam immer wieder angeflogen, dieses wunderschöne Lied des The First Noel. Und das singen wir in Englisch sowie auch in Deutsch. Ich finde, also es ist momentan mein absolutes Lieblingsweihnachtslied. Lass es uns singen. Du gibst ja hier Geheimnisse preis. Jetzt ist, warte mal. Genau, spiel mal vor. The first Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds in field as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, Noel. Von der ersten Noel hat der Engel erzählt. In der sternklaren Nacht lagen Hirten im Feld. Sie schauten auf und sahen ein Licht in der Ferne leuchten am Himmelszelt. Noel, geboren ist der König von
Stern so hell kam zur Erde ganz nah und ein Licht voller Liebe und Frieden war da. Sie folgten dem Stern in der heiligen Nacht und sie fanden das Kind, das die Liebe gebracht. Sehr schön gespielt. Danke. Vielen Dank. Du hast es auch sehr schön gesungen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und aus dieser sehr, vielleicht etwas sentimentalen Stimmung gibt es jetzt wieder einen harten Bruch. Was heißt hier hart? Es wird wieder sehr fröhlich, es wird tanzbar. Und wer Lust hat, jetzt mit durchs Wohnzimmer zu tanzen oder durch die Küche, wie auch immer, legt den Glühwein zur Seite, eure Tasse Tee. Jetzt singen und tanzen wir zu Feliz Navidad. Yeeha, arriba! Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, portero año y feliz. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Oh, jetzt in Deutsch. Wir wünschen alle eine frohe Weihnacht. Wir wünschen allen eine frohe Weihnacht. Wir wünschen allen eine frohe Weihnacht und ein gutes neues Jahr. Wir wünschen alle eine frohe Weihnacht. Wir wünschen alle eine frohe Weihnacht. Wir wünschen allen eine frohe Weihnacht und ein gutes neues Jahr. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Yo! Überraschendes Ende. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Das wünschen wir euch wirklich, dass ihr ein wirklich schönes, frohes Weihnachten feiern werdet. Ja? Aber wir haben ja noch ein paar Tage bis dahin. Wir machen hier jetzt wie so ein Vorglühen auf Weihnachten. Heute am 4. Advent. Und jetzt kommt eines der
Lieder, die für mich Weihnachten darstellen. Das alle Jahre wieder. Und alle Jahre wieder singe ich das Lied unheimlich gerne. Ja, an dieser Stelle muss man sagen, leider, das war jetzt unser Weihnachtssingen. Wir sind schon am Ende. Und wenn ihr, wenn es euch gefallen hat, sagt es allen weiter. Und was uns vor allem interessiert ist, wie habt ihr Fotos gemacht oder Videos von unserem Auftritt? Schickt uns das an die E-Mail oder an WhatsApp, Facebook, Instagram, was immer in den sozialen Medien da ist. Es interessiert uns einfach, wie ihr das verbracht habt. Das wäre total nett von euch. Das wäre ein ganz tolles Weihnachtsgeschenk für uns, weil hier stehen wir und ich würde mich so interessieren, wie ihr das jetzt zu Hause feiert. Wäre toll für Rückmeldungen und ja, am besten Videos. Das ist so schön, das immer wieder zu sehen. Und jetzt kommen wir wirklich zum letzten Stück. Und es ist wirklich ein absoluter Klassiker. Es ist ein, wie ich finde, immer noch aktuelles Lied. Und es ist legendär. Es ist von John Lennon und Yoko Ono. Und es ist unser Abschied an euch, mit euch. Und lasst uns das gemeinsam singen. Und wir wünschen euch von ganzem Herzen noch ein paar schöne Tage hier bis kurz vor Weihnachten. Und natürlich dann auch in diesem speziellen Jahr ein frohes Weihnachten, egal wie. And let's do this. Da brauchen. Oh, warte. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. And a new one. And so this is Christmas. I hope you have fun. The new and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one. Thank you.
that's home, it's a good one, without any fear. So this is Christmas. Wir wünschen euch noch einen wirklich wunderschönen vierten Advent und schöne Weihnachten. Und es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Lutz, hier an dieser Stelle auch an dich. Vielen Dank. Vielen Dank, Gika. Und mit der unvergleichlichen Stimme. Gika Bäumer. Und, yeah. Und das ist schön, dass ihr am vierten Advent hier mit uns gesungen habt. Wie gesagt, schickt uns Videos, ne, von eurem Singen zu Hause und lasst uns teilhaben an dem, wie ihr heute mit uns gefeiert habt. Ganz, ganz alles, alles Liebe und tschüss.